So, meine Herrschaften, ich habe was gelesen in der Internet. Da ist eine Frau, ich will mal ja keinen Namen nennen, aber der Susanne schreibt, sie hat da Impostor oder Hochstapler-Phänomen. Das steht, ihr meint, ist da sie für den eigenen Erfolg nicht wirklich verdient zu haben. Nur bei mir ist es umgekehrt. Ich habe nichts drauf. Und habe den Erfolg verdient. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Man muss einfach was drauf haben, ne, auf die Latte. Wenn ihr hier nur so Stuss redet, dann merken die Leute gleich, dass er was an der Glatsche hat. Dann ist Lattenrost ist eine Krankheit. Und die riechen das mit den Ohren sozusagen, weißt du? Aber bei mir ist es aber anderes. Ich bin von Natur aus ja, ziemlich, ja, auch auf jeden Fall. Und was ich sagen wollte, ist also, ich bin der Gegenteil von den Imposter- oder Hochstapler-Phänomen. Ich bin kein Phänomen, ich bin ein Ereignis. Na, guckst du mal, wer hat da so eine scharfe Sonnenbrille? Circa ich oder ich? Da war der starke Tobak. Der eine oder andere muss jetzt rausgehen, eine rauchen. Also in diesem Schimmel oder Sinne oder was weiß ich, Schieberhoi bis neulich.